Leg diese scheiß Denke ab, Verkäufer sind irgendwelche Halsabschneider. Ich meine, ihr wollt ja selber verkaufen, ihr wollt ja selber, dass Kunden eure Produkte, eure Dienstleistungen kaufen, dafür bezahlen, euren Lebensunterhalt damit sichern. Müsst ihr rausgehen. Ich habe damals Content Square Ende 2013 gestartet und für mich war klar, ich mache Xing. Weil ich habe in den Monaten zuvor ein bisschen rumexperimentiert, habe herausgefunden, ich kann jemandem eine Nachricht schreiben, der antwortet mir und ich kann mich kurz vorstellen, ja, ich bin Damir, Gründer, Geschäftsführer, bla bla. Wir würden gerne für euch arbeiten und zwar im ersten Schritt kostenlos euch was anbieten, damit ihr mal gucken könnt, ob das was für euch ist. Und ich hab eine Resonanz bekommen und den ersten Kundenstamm so aufgebaut. Die Maßnahme, die wir jetzt fahren, das sind Cold Mailings erstmal. Ich habe auch Telefonate, Cold Calling im Kopf, im Hinterkopf, aber ich komme noch nicht ganz klar damit. Aber Cold Mailings funktionieren jetzt erstmal. Wir gehen tatsächlich auf eine bestimmte Art von Unternehmen, die sowohl Potenzial für eine langfristige Zusammenarbeit haben, für ein größeres Budget haben, als auch eine gewisse Reputation für uns mitbringen. So scheiße das auch klingt, aber wir brauchen Logos auf unserer Website. Wir müssen den Traffic, den wir generieren, möglichst überzeugt bekommen auch. Und das ist so der erste größere Schritt, den Tim angeht. Dann baut er sich einfach eine Excel-Datei auf. Da sind dann die Unternehmen drin, die Umsatzgröße oder je nachdem, wie er es aufbaut, auf jeden Fall Umsatzgröße, Kontaktdaten, Website. Das Wichtigste, was ich für Sales brauche, wenn wir vorher definiert haben, welche Art von Unternehmen, in welchen Umsatzmitarbeitergrößen, Branchen etc. Ja, und dann haben wir ein Anschreiben formuliert, das aktuell ganz gut funktioniert und da wird dann ein Cold Mailing gemacht und das machen wir tatsächlich aktuell manuell, weil wir einfach, mir war es mega wichtig, bevor wir jetzt 2 Wochen lang Tools testen, dass wir anfangen und auch parallel herausfinden, okay, das funktioniert. Was ist Verkauf? Du solltest niemandem etwas verkaufen, das er nicht braucht und du solltest niemandem etwas verkaufen, das du nicht kaufen würdest.